Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video von mir. Ich wollte euch heute wieder meine neue DM-Haul zeigen. Tatsächlich vor ein paar Tagen, ich war bei DM wieder extra wegen einem neuen Produkt von Marke L'Oréal. Ihr habt wahrscheinlich schon auch alle mitbekommen, es gibt das neue True Match Radiant Serum Concealer mit 1,5% Hyaluronsäure und Koffein. Also dieses Produkt, wir werden mit euch gleich in diesem Video testen. Ihr werdet sofort von mir Update bekommen. Leute, ich muss das Video ganz anders anfangen, wie es geplant wurde. Ich möchte sofort am Start euch eine neue Game Changer in Pflege zeigen. Deswegen ganz anderer Tag, ganz andere Outfit. Es wird heute nicht langweilig. Ah, es ist so coole Design. Und herzlichen Glückwunsch an alle Fans von koreanischer Marke Yepoda. Endlich, es gibt es jetzt auch beim Yepoda neue Sonnenschutzprodukt im Stick. Der heißt The Sensational. Das ist eine mineralische Filter SPF 30. Sonnenschutzprodukte im Stick, das ist eine Game Changer. Ich teste solche Form schon seit über einem Monat. Das ist so praktisch mitzunehmen. Enthält vegane Squalan, der spendet sehr intensiv Feuchtigkeit. Und hier gibt es Antioxidantien wie Traubenkernöl und Sonnenblumenöl. Und diese Produkte ist noch zusätzlich Wasser fest. Könnte benutzen jede selber Menschen mit ganz empfindlicher Haut. Wenn ihr habt, wie ich, Rosacea, Kuperose, mineralische Filter, das ist wie Arzt hat für uns vorgeschrieben. Die sind nicht schädlich für unsere Haut und für Korallen, für Umwelt. Man holt raus aus der Tasche und einfach geht durch auf dem Gesicht so, auf die Massagenlinien, das ist ganz wichtig. Ich habe übrigens auf meinem Gesicht heute nur Serum mit Vitamin C aufgetragen, keine weitere Pflegeprodukte. Im Sommerzeit unter einem Sonnenschutzprodukt, ich verwende keine weitere pflegende Creme. Durch diese Auftragung, Prozess, mein Gesicht ist roter geworden, weil damit man macht auch automatisch Lymphdrainage, Massage. Und seht ihr, ich brauche diese Creme mit meinen Händen nicht einfassen. Im Unterwegs, das ist besonders praktisch. Ich habe in meinem letzten Urlaub diese Produkte immer in meine Tasche irgendwo gehabt. Ich habe die sofort rausgeholt und zum Beispiel im Auto zack, 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 schnell wieder aufgetragen. Hände sind sauber und ich bin jetzt wieder geschützt. Also fühlt sich auf dem Haut wie zweite Haut. Sehr angenehmes Gefühl. Egal wie oft ich wurde, diese Sticker am Tag aufzubauen, fühlt sich den ganzen Tag sehr angenehm. Ich spüre diesen Produkt den ganzen Tag nicht. Diese Produkte gehen von Hitze nicht so schnell kaputt wie flüssige Texturen. Das ist eine Mini-Version. Hier gibt es 18,5 Gramm Produkt. Perfekte Reiseversion, sehr praktisch mitzunehmen. Und ich habe natürlich für euch Rabattcode bekommen, der heißt Natalie Sun, damit ihr könnt auf dem ganzen Sortiment und natürlich auf diesem neuen Produkt 20% sparen. Code ist gültig, aber kurze Zeit. Mehr Informationen findet ihr unter meinem Video im Infobox. Schaut ihr ganz schnell da vorbei. Auch beim Tageslicht sieht die Creme richtig schön aus. Wird meine Haut ein bisschen aufhellen, aber lässt keine weißen Streifen. Ich bekomme ganz leichte, gesunde Glow. Das gefällt mir immer sehr. Sieht überhaupt nicht speckig aus. Ganz, ganz angenehme. Ich spüre nichts. Letzte Zeit, die neuen Produkte von Marke Yepoda sind neue Bestseller. Wahrscheinlich ihr habt das auch schon beobachtet beim diesem neuen Kuschen. Nach dem ersten Launch, dieses Produkt wurde, ich denke, nach 2 Wochen ausverkaufen. Deswegen schaut ihr ganz schnell unter mein Video im Infobox. The David Day Moisturizing mit Niacinamiden und Apricot Cushion Foundation mit Lichtschutzfaktor 30. In dieser wunderschönen Designverpackung ist nachhaltig, man könnte Refill hier nachkaufen und tauschen. Dann musst ihr nicht die ganze Verpackung nochmal für sich bestellen. Und es gibt es große Farbausfall im neutralen Farbtöne. Eigentlich solche Farben passen unsere Haut am besten. Wenn wir jetzt Farbe nicht anschauen, erster Eindruck. Wow, Leute, ganz ehrlich. Wow, wie diese Cushion sitzt an meiner Haut.
Ich bin sprachlos. So wunderschön. Es ist wie zweite Haut. Gibt diese wunderschöne, gesunde Glow diese Farbe 1N. Wurde mir zugeschickt. Für mich leider ein bisschen zu hell. Aber ich denke, heutzutage es ist es kein Problem. Wenn es Farbe ein bisschen zu hell, man könnte mit Bronzer korrigieren. Wenn Farbe ist ein bisschen zu dunkel, man könnte mit heller Concealer korrigieren. Was ist hier aber besonderes, und das sehe ich erst einmal, dass beim heller Foundation meine Poren wirken nicht groß aus und Foundation sitzt nicht in die Poren. Leute, ich verstehe, warum nach erster Launch wurde dieser Cushion sofort ausverkauft. Super Deckkraft, leichte Textur. Ich spüre dieses Produkt an meiner Haut überhaupt nicht. Sieht wie meine Haut, aber noch besser aus. Also mega, mega schöne Haut macht dieses Produkt. Gibt diese wunderschöne, gesunde Glow. Einfach nur prallt. Meine Haut ist aufgepolstert. Ich habe vor kurzem unter einem meinem Video einen Kommentar mit Frage bekommen, welche Foundation könnte ich empfehlen für ganz sensible, rote Haut mit Rosacea Cuperosa. Also diese Cushion ist genau das richtige Produkt, wenn es für euch interessiert. Also hier erstmal fantastische Inhaltsstoffe und ihr seht, ich habe Rotungen und wow, der Kraft ist fantastisch. Und schaut ihr, Cushion oxidiert nicht. Jetzt ich habe gerade frisch Cushion aufgetragen und diese Seite, ich habe schon lange bearbeitet. Die Farbe ist gleich. Das ist natürlich Bonus Plus. Es ist viel leichter, eine passende Farbe für sich zu finden. Ich habe erst nur heute festgestellt, dass Refill, denn wurde mir zusammen mit Cushion zugeschickt, hat ganz andere Farbnuance. 2N, ein bisschen dunkler. Ich freue mich so sehr. Ich wollte unbedingt mit euch jetzt gleich schnell testen. So, erstmal schaut ihr, das ist die Farbe 1N und das ist jetzt 2N. Ich habe Refill jetzt getauscht. Diese 2N sieht wärmer und ein bisschen gelbiger aus. Das ist jetzt 1N. Schaut ihr, wie schöner Farbton. Und jetzt 2N. Ja, das sieht schon ganz, ganz anderes aus. Oh mein Gott, das sieht schon viel, viel besser aus. Auch beim Refill gibt es natürlich eine neue Sponge. Und ja, die Farbe. Schaut ihr, erstmal, das sieht gelbig aus, aber Farbe schmilzt sich super mit meiner Haut. Und ich denke, das passt perfekt. Ja. Das ist jetzt meine Farbe. Dankeschön, meine Kontaktperson von Yepoda, die war so kreativ und die hat mir diese Produkte in zwei Farbnuancen geschickt. Das ist ja super. Ich trage diese Cushion jetzt direkt auf unsere neue Sticker. Dann testen wir natürlich gemeinsam auch diese Kombination. Und ich sage euch, sitzt super. Sitzt sehr natürlich, lässt sich super aufzutragen, schmilzt mit meiner Haut so gut. Also gefühlt, dass auf dem Stick Cushion lässt sich mit viel dünner Schicht aufzutragen. Und jetzt ich sehe diese Cushion auf meiner Haut überhaupt nicht und die Farbe ist Bombe. Bombe, schaut ihr, Leute. Die Farbe ist genau meine Farbe. Und ganz wichtig, diese Cushion nicht oxidieren. Die Farbe bleibt ohne schlimme Überraschungen. Also ihr seht, das ist 1:1 meine Farbton. Leute, ich bin so verliebt in diese Cushion und besonders in meine Farbe. Also wie gesagt, auf dem Stick, der Kraft ist viel, viel leichter, aber trotzdem sehr gut. Also das natürliche, natürliche Finish. Stick hat Lidschutzfaktor 30, Cushion hat auch Lidschutzfaktor 30. Das bedeutet, wir bekommen am Ende Lidschutzfaktor 30. Also man macht keine Plus. So funktioniert das nicht. Ja? Etwas sagt mir, dass dieses Stick wird wieder sehr schnell ausverkauft. Deswegen, Leute, seid ihr schnell. Man könnte dieses Stick als auch Basic unter Foundation benutzen. Übrigens, heute, ich gehe wieder zum Physiotherapeut wegen meiner Rücken.
Es ist gleiche Situation wie damals, als ich diese Kuschen für euch erste Mal präsentiert habe. Ich habe mich da auch voll geschminkt und ich musste zum Physiotherapeut und ich bin auch so mit Make-up gegangen. Wie überraschend ich war, nachdem dieser Behandlung, nach der Massage, nachdem wurde mein Gesicht im Handtuch gedruckt. Diese Kuschen saß auf seinem Platz. Nur an die Nase wurde ein bisschen der Kraft verloren, ein bisschen abgegangen. Und hier an die Kante ein bisschen war weg, aber an die ganze Gesicht saß alles super aus. Kuschen hat mich nicht im Stich gelassen. Damit ich wollte euch sagen, geprüft. Sitzt fest den ganzen Tag. Ich habe erst einmal um 12 Uhr, ich denke, am Tag diese Kuschen für euch getestet. Und bis 9 Uhr Abend hat Bombe festgesessen. Also ich habe nicht geschafft, euch das leider zu zeigen, aber wenn ihr mir traut, dann, ich denke, mein Wort sollte für euch ausreichend sein. True Match Radiant Serum Concealer mit Hyaluron und Koffein. Hier haben wir 11 ml, das ist relativ viel Produkt. Kostet 11,95 Euro bei DM, gibt es in 7 Farbnuancen. Im Online-Shop gibt es immer noch in 7 Farbnuancen. Also ich war ein bisschen überrascht, ich habe gedacht, gibt es mehr Varianten. Ich habe mich für neutrale Farbe entschieden, 4N gekauft. Wir haben hier 1,5% Hyaluron. Ob das sehr viel Prozent, könnte ich nicht sagen, aber auf jeden Fall Hyaluron im Make-up-Produkte immer super, besonders für diese dünne Hautpartie. Hier gibt es Koffein. Ihr wisst, es ist ein Mittel gegen Schwellungen. Farbe ist richtig schön. Eigentlich passt meine Hautfarbton am besten. Ich finde, hat Farbkorrektur bei meiner Foundation gemacht und ich finde, diese Seite jetzt sieht sehr gesund aus. Super korrigiert und kaschiert meine Falten, kaschiert Vertiefung bei mir. Eigentlich passt mir sehr gut. Also sieht sehr natürlich aus. Textur hier ist sehr, sehr dünn, flüssig. Also ich bin daran gewöhnt, dass Concealer hat mehr cremige Textur wie eine Serum. Ja, das ist Serum Concealer. Deswegen ist keine Wunder. Sitzt am Haut mit ganz dünnem Schicht. Ich rede schon seit paar Minuten. Ich mache hier sehr intensive Mimik, ich lache und man sieht intensiv Gesichtsausdruck. Concealer hat in meine Falten nicht gerutscht. Das ist Bombe. Also wirklich. Nie irgendwo in die Falten gerutscht. Hier ein bisschen gerutscht, seht ihr, ja? Wow, ich sehe keine Probleme. Also man sieht nicht, ob ich überhaupt den aufgetragen habe. Fantastisch. Ich weiß nicht, hat jemand den von euch schon ausprobiert? Also Information steht, Concealer hat einen Glow-Effekt und mit Schimmer. Ich sehe keine Schimmer. Zieht den Haut momentan an ein und schmilzt mit dem Haut so, so gut. Schaut ihr, ich habe jetzt frisch gerade Concealer aufgetragen und Haut wirkt momentan glatt. Ich trage tatsächlich ihn schon seit über 4 Stunden. Übrigens, ich benutze heute meine Lieblingsmascara von Marke MAC. Normalerweise, die sitzt bei mir Bomben den ganzen Tag, aber heute, die hat sich ganz leicht ein bisschen hier abgestempelt. Ich habe schon sauber gemacht. Für mich, das ist Zeichen, dass diese Concealer spendet sehr intensiv Feuchtigkeit. Haut wirkt hier glatt. Concealer hat sich nach 4 Stunden nicht in die Falten gerutscht. Sieht hier nicht trocken aus. Sieht sehr natürlich aus. Wirklich, man sieht Concealer nicht. Man könnte nicht sagen, dass ich da etwas Besonderes aufgetragen habe. Sieht alles sehr schön, sehr natürlich aus. Eigentlich hier unter die Augen glänzt nicht. Sieht matt aus. Das ist natürlich auch ein Bonuspunkt, weil matte Textur macht optisch Haut glatt. Das ist auch ganz wichtig. Ja? Wenn ich lache, man sieht natürlich Falten. Das könnte man nicht vermeiden, aber wenn ich nicht lache, trotzdem Haut wird automatisch wieder glatt. Seht ihr? Also geht Falten auseinander. Das ist auch ganz wichtig beim Concealer, weil nicht jeder hat diese Funktion, könnte ich so sagen. Wo ich habe tatsächlich heute Fehler gemacht,
An dieser Seite, ich habe Concealer mit dickem Schicht aufgetragen und ich sehe, das darf man nicht machen. Ihr habt wahrscheinlich sehr oft gehört beim Concealer, je weniger, desto mehr oder je weniger, desto besser. Und wahrscheinlich, das ist wie gesagt, war Idee von L'Oreal, warum sie wollen unbedingt so eine dünne Textur machen. Jetzt nach 4 Stunden, irgendwie Concealer hat meine Falten intensiver betont, auch selber wenn ich nicht lache, man sieht meine Falten. So, nachdem ich habe gelacht, man sieht hier Falten. Wenn ich nicht lache, meine Haut geht nicht mehr auseinander. Also hier, man sieht diese Rissen. Deswegen, diese Concealer, man dürfte mit einem Schicht aufzutragen. Und eigentlich, das reicht. Hat leicht bis mittel Deckkraft, semi-matte Finish. Also vielleicht, ihr könnt dann auch das sehen, dass an dieser Seite Concealer sieht viel, viel schöner aus als an dieser Seite. Ich weiß nicht, könnten ihr diese Details sehen? Ansonsten, Concealer hat mir heute sehr gut gefallen. Ich könnte mir vorstellen, Leute, die haben tatsächlich sehr, sehr dünne Hautpartie, die haben mehr Falten, vielleicht mehr tiefe Falten. Vielleicht für euch wird dieses Produkt tatsächlich zu dünn. Ich bin irgendwie nicht sicher. Also hier muss man tatsächlich dann testen. Und ich habe tatsächlich noch ein paar weitere interessante Neuheiten entdeckt. Von Marke Balea Med gibt es jetzt Ultra Sensitive Milky Toner mit Panthenol und Zika. Diese Toner kenne ich nicht. Ist das wie eine Milchtextur? Also Panthenol, Zika, die beiden Haarstoffe sehr intensiv beruhigen Haut. Super für sehr empfindliche Haut mit Rosazea, Kuperose, Rötungen, ja, irritierte Haut. Zika zusätzlich spendet Feuchtigkeit und insgesamt Zika funktioniert wie ein Heilungsmittel. Übrigens erschreckt sich nicht wegen meiner Hände. Ich war wegen meiner Rücken im Krankenhaus, weil ich unglaubliche Schmerzen gehabt habe. Ich konnte mich nicht bewegen, deswegen man könnte nur ja, hier Tropfen, also es ist egal, also ich habe Tropfen bekommen, ich habe starke Schmerzenmittel bekommen und ja, das sieht nicht so schön aus. Ich versuche jedes Mal vor dem Video ein bisschen mit dem Foundation kaschieren, aber es kommt trotzdem durch. So, weiter. Mikrobiom Balance, oh mein Gott, das ist noch hier, gibt es Probiotikum, ohne Parfüme, ohne Parabene und ohne Farbstoffe. Mega. Genau das, was Arzt hat vorgeschrieben. Tatsächlich, dieses Produkt habe ich noch nicht getestet und deswegen gleich, ich würde für euch etwas dazu sagen. Das ist ungewöhnliche Toner. Erstmal, der hat tatsächlich eine Milchfarbe und zwar, schaut ihr, könnt ihr das sehen? Das ist hier mega interessant. Wie kann ich das zeigen? Seht ihr? Zit. Also das ist wie Schneckenschleim. Riecht tatsächlich nicht. Ui, das klingt sehr gut. Sehr, sehr tolle Textur. Ein bisschen schleimig tatsächlich. Also sowas mag ich. Weil genau solche Texturen beruhigen Haut tatsächlich sehr gut und wirken sehr mild für unsere Haut. Hat jemand den getestet, dann schreibt mir bitte auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Dann diese von No Name 120H Liquid Hydrating habe ich für mich jetzt, ich weiß nicht wie viel mal nachgekauft. Wir werden wieder mit meiner Familie reisen. Es ist für mich praktisch, weil das ist kleine Flasche, ja, im Reise mitzunehmen. Zwar, ich habe diese Toner gekauft wegen meinem Mann auch. Ich benutze Toner von Market Dalton. Aber mein Mann benutzt diese Toner und er ist mega begeistert. Auch besteht aus 5% Panthenol, Ektain, Beta-Glutan und Amino-Acid-Komplex. Also bis jetzt, das ist eine von besten Toner aus der Drogerie, was ich könnte natürlich auch euch sehr, sehr empfehlen. Das ist jetzt schon flüssige Textur, aber auch so leicht gelig. Ehrlich gesagt, ich war bei dem nicht nur wegen L'Oreal. Bei mir Duschgel war alle. Und deswegen, ich habe mich richtig gefreut. Ich liebe, wenn etwas zu Hause zum Ende geht und ich könnte für mich etwas Neues nachkaufen. Von meiner Lieblingsmarke Dove, jetzt gibt es ganze Serie neu. So habe ich verstanden. Also früher habe ich nie gesehen. Und verschiedene Düfte. Leute, ich habe natürlich alle geschnuppert. Marke Dove ist nicht die günstigste. Deswegen erstmal, ich probiere eine. Mir wurde schon einige sehr gut gefallen. Aber diese Duft, ihr musstet unbedingt testen. Duschgel mit diesem Kirschenduft.
Es ist traumhaft. Vitalisierende Pflege, also solltet 24 Stunden spendet Feuchtigkeit, 0% Sulfaten, super. Und diese Duft, sauer, erfrischend, so, so lecker. Ich mag total. Nächstes Produkt, ich habe für mich entdeckt, dankbar euch, nach eurer Empfehlung. Das ist ein Haarshampoo von Marke Husk. Dieses Mal aber ich wollte probieren Argan-Öl-Shampoo. Der sollte unsere Haare reparieren. Ich habe bis jetzt nur mit Keratin probiert. Für mich, es war okay, aber mein Mann war richtig begeistert. Also bis jetzt hat jemand so günstige etwas aus der Drogerie für sich gekauft. Aber nach diesem Shampoo, er wollte keine andere. Das ist aber, wie gesagt, andere. Vorher war Keratin. Ich denke, meine liebe Zuschauer, Andrea hat mir immer Argan empfohlen. Boah, jedes Mal, wenn ich beim Drogerie bin, ich immer vergesse wieder, was hast du mir empfehlen? Welche genau? Ich hoffe, dieses Mal habe ich richtige genommen. Ja, ich habe für mich Screenshot gemacht, aber leider nach meiner Kalifornien-Reise, ich habe so viele Bilder, dass etwas dazu finden ist nicht möglich. Ich wollte jetzt in eine Speicherplatte da alle Fotos, alle Videos reinmachen, damit ich meine Handy konnte weiter zum Arbeiten benutzen. Ja, solltet spenden Feuchtigkeit, Arganöl from Marokko. Also danke euch für ganz tolle Tipps. Ihr seht, dass selber mein Mann hat für sich etwas ganz, ganz Tolles wegen euch entdeckt. Ich würde auf jeden Fall euch berichten, ob dieses Shampoo hat auch meine Haare gepasst. Leute, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass Condition für die Haare geht bei mir viel schneller leer als Shampoo. Deswegen muss ich für mich meine Lieblings von Marke NiQ wieder nachkaufen, aber in dieser lila Farbe. Ich habe rote Serie auch ausprobiert. Ich habe euch in meinem letzten Video gezeigt. Hat meine Haare mit diesem Frizz überhaupt nicht gepasst. Haare saß trocknen und hart aus. Ich habe auf dem Kopf Pustenblumen bekommen, denn ich konnte nicht beruhigen. Diese Serie, diese lila Serie, alle drei Produkte haben meine Haare fantastisch gepasst. Also die machen meine Haare mehr ruhig, mehr glatt. Haare glänzen. Ich bekomme nicht diese Pustenblumen. Also ich liebe diese Serie. Diese Condition hat ein bisschen schleimige Textur und Achtung, nach dem Shampoo aus dieser Serie, Haare fühlen sich wie Schwamm. Aber natürlich, ich trage sofort Condition auf und dann man merkt sofort, zack, und Haare sofort glatt und jede Härchen wurde getrennt. Beschweren Haare nicht. Einzelne große Mist bei dieser Marke. Vielleicht ich muss irgendwo schreiben, weil das geht gar nicht. Die alle haben gleich diesen Verschluss, wie man öffnet, ja, dieses Shampoo und diese Condition. Und dieser Teil geht von allein sehr einfach. Also öffnet sich von allein sehr easy. Ja, Gott sei Dank, dass meistens Produkte sich schließen. Ich habe wohl ein paar gekauft, die haben hier keinen Schluss gehabt. Dankbar dieser Verschluss, man könnte wenigstens diese Produkte nach Hause bringen, ansonsten die werden in die Tasche schon auslaufen. Nach dem Waschen im Badezimmer, ich stelle die nicht so, ich liege die. Ansonsten, die, wie gesagt, wenn ich stehe, so komischerweise, die öffnen sich von allein und dann fließt das alles raus. Das ist Katastrophe, ja? Dann, Leute, ich wollte etwas probieren, erste Mal, ich weiß nicht, vielleicht ist es großer Blödsinn, wenn jemand von euch schon probiert hat. Erzählt mir, wie das bei euch funktioniert. Ich habe schon gesehen, gibt es von Ebelin diese Brusttape, damit man könnte Klamotten tragen ohne BH. Dann gibt es natürlich Aufkleber extra auf Nippel oder wie heißt das? Nippel, damit es nicht durchsieht. Also, was ich wollte euch erzählen. Erste Mal, ich wollte diese Blutzen für mich testen. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie komische Gefühl, das ist eine Blutzen. Also da gibt es riesige Auswahl, verschiedene Varianten, gibt es aber auch verschiedene Farbe, Hautfarbe. Also da steht Bilder, dass man könnte, also seht ihr auf diesem Bild, dass man könnte durch den ganzen Brust von unten nach oben ziehen und dadurch Brust wird ein bisschen höher halten. Also gibt es ein bisschen hellere, leider hellere war nicht dabei, deswegen habe ich diese beige gekauft. Ja, relativ breit.
weiß nicht so. Farbe ist auch schön. Also ich denke, würde man nicht durch die Klamotten sehen. 5 cm breit. Hier steht verschiedene Varianten an die Seite, wie man könnte tatsächlich die aufzukleben. Man könnte so Kreuz machen, man könnte so einfach nur aufkleben. Okay, ich bin gespannt. Von Marke Meridol Zahnfleisch Schutz Spüle. Tatsächlich gibt es verschiedene Zahnfleischspüle, aber das ist bis jetzt war das Beste beim Zahnfleischentzündung. Ich habe ab und zu da hinten, wisst ihr, diese ganz hintere Zahn, ich habe vergessen, wie das auf Deutsch heißt, bei mir dieser Zahn ist noch okay, der ist einigermaßen gesund, aber der ist ganz klein. Der sitzt auf die gleiche Niveau, fast auf die gleiche Niveau mit meinem Zahnfleisch. Deswegen, wenn ich nicht gut geputzt habe oder wenn da etwas, ich habe schon Probleme gehabt, das wurde ein kleines Stück da abgebrochen und dadurch natürlich beim Essen Lebensmittel drückt intensiv auf Zahnfleisch, kommt dann zwischen Zähne, wurde Zahnfleisch sehr schnell entzündet. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich muss leider monatelang mit Schmerzen laufen, bis ich einen guten Zahnarzt gefunden habe, der hat meine Zahn gerettet, weil vorher viele Ärzte haben mir so viel Blödsinn erzählt, einige haben gesagt, dann ziehen wir raus. Warum? Man muss gesunde Zahn rausziehen, wenn der stört eigentlich nicht. Und wenn ich einen Zahn rausziehe, dann natürlich schieben die anderen Zähne sich auseinander und dann bekomme ich Lücke zwischen Zähnen. Ich habe schon von Natur sehr lockere Zähne. Dann es wird noch schlimmer. Ich erzähle euch, ich bin sowas durch so viele Blutzen gegangen, bis ich wirklich einen guten Arzt gefunden habe. Der hat gesagt, es ist kein Problem, wir kriegen das alles hin. Und er hat tatsächlich so alles hinbekommen. Aber was ich wollte euch erzählen, ich muss tatsächlich ein paar Monate mit diesem Schmerzen laufen und dann Ex-Frau meines Mannes hat mir diese Mittel empfohlen. Der Meridol, sie hat mir gezeigt und tatsächlich, ich konnte diese Schmerzen beruhigen, ich konnte das sehr gut ausspülen. Wirklich, Leute, das war meine große Rettung. Ich habe gesehen, es gibt es noch im rote Verpackung. Ich habe rote nie probiert. Vielleicht jemanden von euch hat rote Variante schon probiert. Schreibt mir bitte, was ihr denkt dazu. Ich habe keine Parodontose, also ich habe keine Krankheiten für mein Zahnfleisch. Ab und zu habe tatsächlich Probleme beim Zähnereinigen mit Zahnseide, dass bei mir dann ein bisschen blutet Zahnfleisch. Ja, deswegen, ich denke, solche Sachen ist für mich besonders wichtig. Ich zeige euch, das ist eben so eine Flasche. Leute, schaut ihr, wie wunderschön meine neue Nagellack ist. Schokoladefarbe, oh mein Gott, das sieht so edel aus. Das kostet so wenig Geld, Leute. Und so eine gute Qualität. Es ist meine neue Entdeckung. Ich frage mich, wofür habe ich OPI für mich gekauft? Schicke Farbe, oder? Oder? Habe ich so zufällig beim Essens eingeschaut. Übrigens, der war das Letzte. Ihr wisst, dass Essence-Nagellack sind sehr, sehr günstig, aber die sind so, so gut. Ich wollte euch auch eine Tipps mitteilen, wie ich meine Maniküre gemacht habe, damit dieser Nagellack ein bisschen länger hält. Weil das ist mein großes Problem, egal welche ich benutze. OPI, Essi, Essence, Catrice, 2 Tage Maximum. Es gibt es ein bisschen mehr teuer Produkt von Marke Essi, eine Topcoat in diese weiße Flakon. Schritt Nummer 2, ich denke, steht hier Top. Ja. Schritt Nummer 2, oben steht, ja, oben auf die silberne. Diese. Gibt es mit mattem Finish? Ich mag keine matten Nagellack, deswegen ich kaufe immer genau diese Variante. Und wichtig ist, ich trage von diesem Nagellack erstmal 2 Schichten. Lasse die paar Minuten austrocknen. Dann mit einem Schicht, ich trage von Essi diese Topcoat auf, lasse ungefähr 5 Minuten trocknen. Diese Topcoat trocknet Nagel nicht so schnell aus, also leider nein, das ist keine schnelle Variante, aber der gibt zusätzliche Glow, diese Glanz. Und ganz wichtig, Nagellack hält bei mir fast bis 5 Tagen.
Bombe. Als letzte Schicht, ich benutze diese Produkte. Also, damit mein Nagellack schnell austrocknet, ich benutze wieder von Essie Good to Go Top Coat und dann nach diesem Top Coat meine Maniküre trocknet in 5 Minuten ungefähr. Ich liebe es. Ich liebe es. Das ist meine Flasche, die geöffnet ist und das ist mein Nachschub. Ich kaufe für mich immer, wenn die Sachen beim Essie reduziert sind. Dann habe ich von Marke Profissimo, also diese Fruchtfliege-Pfeile gekauft. Ich habe schon Nase voll. Jetzt Kirschenzeit, Aprikosen, ja, also wir haben so viel zu Hause. Und sehr oft Bananen, die ich vergesse, rechtzeitig essen oder wegschmeißen, dann, ja, Resultat. Ich habe schon früh gehabt, tatsächlich, das hilft. Im Sommerzeit, ich liebe bei DM Deko-Sachen. Die haben immer diese Maritim-Thema und ich mag diese Schiff oder diese Boot und dann Muscheln und dann noch andere Sachen. Ich finde da immer was ganz, ganz Tolles. Diese Deko-Sachen, die sind meistens aus dem Holz, so, so schön. Im letzten Jahr für meinen Sohn zum Geburtstag, ich habe da ein Boot gekauft, der hat sich so gefreut. Und diese Sachen, ich benutze, um Geschenke zu dekorieren. Die sind nicht so teuer. Ich muss für mich diese Muscheln nachkaufen. Ich habe ehrlich gesagt für mich gekauft. Es sieht so toll aus. Ich habe gedacht, ich könnte hier zum Beispiel etwas platzieren, um eine Foto für euch machen. Das ist wie eine Deko-Sache, um etwas, ja, schöne Foto zu machen. Muschel ist auch aus dem Holz, richtig schön gemacht. Ich finde es so, so schön, also wirklich so kuschelnd, so gemütlich. Aber jetzt, ich habe ganz tolle Idee. Wir gehen heute zum Geburtstag meiner Nichte, Vika und Nika. Sie haben mir bestellt Kosmetiksachen. Sie wollen ein paar Lidschattenpalette und ein paar Pinsel. Und ich habe mir gedacht, hier würde das alles einpacken mit durchsichtlicher Folie, dann oben Band machen. Kostet übrigens 3,95 €. 2 in 1. Deko-Sache und wie gesagt, um Geschenk zu dekorieren, passt perfekt. Leute, übrigens, ich wollte euch endlich zeigen meinen Schmuck, denn ich habe jetzt im Silber für mich bestellt. Der ist schon angekommen, deswegen wollte ich sofort anziehen. Heute in diesem Video schaut ihr, wie toll Silber passt zu meinem Outfit, zu dieser blauen Farbe. Ich habe bis jetzt noch nicht entschieden, bin ich mehr so Gold-Typ oder silberner Typ. Also ich trage beide sehr gerne und ich finde, beide steht mir sehr gut. Erinnert ihr das Video über meine Schmucksammlung? Ich habe euch alles endlich gezeigt. Tatsächlich damals, ich habe keine Kooperationen mit Schmuckfirmen gehabt. Aber durch dieses Video, ich habe festgestellt, ich habe etwas vermisst. Ich wollte etwas Neues. Und ja, durch das, ich wollte für euch auch Rabattcode versorgen von Firmen. Ich habe dann wieder kontaktiert diese Firmen und sie haben gefragt, willst du vielleicht wieder etwas Schönes haben? Willst du wieder mit uns zusammenarbeiten? Leute, ganz ehrlich, ich konnte nicht Nein sagen. Deswegen, ich habe für mich sofort diesen Schmuck im Silber bestellt. Ehrlich gesagt, bei meinem Punkt, das ist mein Lieblingsdesign. Also diese Blätter, ich habe in diesem Style sehr viel. Aber ich denke, das ist diese Besonderheit bei Marke Mein Punkt. Übrigens, es sieht alles nicht nur Silber aus. Das sind auch silberne Schmuck. Deswegen, diese Schmuck, ich trage jahrelang, wird nichts passiert. Das Einzige, man dürfte nicht baden gehen. Ansonsten, das ist 925 sterilen Silber, sehr hochwertiges Silber, mit dieser Beschichtung, der zusätzlich schützt, damit Silber wurde nicht oxidiert und nicht dunkel werden. Also ihr seht, diese Schmuckstücke sehen nicht günstig aus, nicht billig. Die sehen edel aus, man merkt, das ist etwas sehr hochwertig. Also das ist kein so günstiger Schmuck. Also in dieser Kette, ich bin besonders verliebt. Übrigens, jedes Schmuckstück wurde in einem Box eingekommen. Super, wenn ihr wolltet weiter verschenken. Man könnte hier auch weiter seinen Schmuck bewahren. Dieser Schmuck passt zu jeder
Einlass, zum jedem Outfit. Wenn ich wollte etwas sportlich anziehen, passt perfekt. Wenn ich wollte zum besonderen Einlass etwas anziehen, passt perfekt. Und hier, was mir gefällt, diese Silberfarbe wirklich sieht wie Silberfarbe, weil beim günstigen Schmuckmarke diese silberne Farbe sieht ein bisschen grau-schwarz aus. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Man sieht, dass es keine Silber, man sieht, dass es Edelstahl. Und Edelstahl hat andere Farbton. Ja, beim nächsten Mal, ich wollte für mich bestellen meine Lieblingskette, die ich trage am meisten in Silberfarbe. Also diese Ohrringe, die sind so leicht, so schön. Wenn ihr mögt etwas Größeres, aber es darf nicht schwer sein, dann bitteschön. Also durch diese Muster, seht ihr, bekommt sofort mehr Volumen. Ich liebe diese Ohrringe. Ja, natürlich, ich habe für euch Rabattcode bekommen. Mit diesem Rabattcode Versand ist kostenfrei weltweit. Unter meinem Video im Infobox. Ich lasse für euch Link zu meinem Punkt, auch zu diesem Schmuckstück. Ich würde euch auch die da verlinken. Und ich schreibe für euch nochmal da Rabattcode. Deswegen schaut ihr unter meinem Video im Videobeschreibung vorbei. Ich hoffe, dass ihr habt mit mir heute wieder schöne Zeit gehabt. Vielleicht eine oder andere Produkt hat euch heute richtig angesprochen. Vielleicht das war richtige Information. Deswegen freue ich mich auf eure Feedback, auf eure Kommentare. Natürlich auf eure Daumen nach oben, wenn mein Video hat euch gefallen. Und wenn ihr wolltet keine neuen Videos von mir verpassen, ihr könnt natürlich meinen Kanal abonnieren, das ist absolut kostenlos. Dankeschön fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, eure Natalie. Ciao.